4. Guck mal, die warten schon auf uns. Das war viel. Achso, ich wollte euch nur sagen, ne, umso mehr Leute im Bunker gehen, umso mehr Zombies kommen. Danke für die Info. The buck in the boom. Ach, vor allem, die waren wieder so leise, ne? Ich hör's ticken. Ja, ich auch. Ich will diesmal nicht sterben. Ich bin noch zu jung zum Sterben. Ich bin doch heute schon gestorben. Sagst du so einfach? Hier hinter der Tür. Mit denen? Denk dran, ich brauch Klamotten, ne? Ja. Alles mit sich. Ja, natürlich alles. Bis auf eine Hose. Hier, ich hab einen Regenmantel für dich. Nee, das brauch ich nicht. Ja, da hast du, okay, da willst du keine Klamotten. Fertig. Ich schrei mich da nie immer so an. Ich bin doch das Prinzesschen. Ja. Wo ist der? Alter, aber okay. Also hier sind schon mal rosa Militärboots. Ja, zieh ich an. Zieh ich an. Geht gleich los. Bin gleich drüben bei dir. Hauptsache erstmal, vernünftig gesagt. Ja, eine Autobatterie, siehst du? Jetzt ist es zu spät. Hauptsache an. Kannst den Rest noch abfüllen. Oh ey, die da draußen ist ja die Hölle los. Ich hab mal jetzt helfen, aber ein einfaches Kackholz. Ja, muss ich ja. Hab ja sonst nichts. Waffen und so habe ich auch nicht. Bis auf deiner, weil die ist so fast leer, glaube ich. So, wo waren die? Hier waren die Schuhe. Wer hat ein Brecheisen? Niemand. Oder? Rux, wieso hast du kein Brecheisen? Ich wusste nicht, dass wir heute in den Bunker reingehen. Damit muss man immer rechnen. Jetzt weißt du es. Wenn du mit uns unterwegs bist, immer vorbereitet sein. War da jetzt noch was? Nee, da ist die Killbox. Nee, da will ich nicht. Bin schon tot hier noch. Der hat sich hinter die Tür versteckt. Der lumpt der. Oh. Yes. Hier war was zum Reparieren. SF-19, yeah. Oh, ich... Was, ein Magazin? Hat der noch ein Nähzeug? Nee, noch nicht. Ja, hab ich. Glaube ich. Mal, ich muss Holz reparieren, damit ich da... Ja, ich rede schon mal in-game. Ich find's nur gerade... Ah, hier. Vielen Dank. Darfst du gerne wieder aufheben, dein Nähzeug. Und wenn jemand noch ein Waffenreinigungsset braucht, ich habe eins gefunden. Nö, halt. Wer denn? Ich bleib da hinten. Wow. Oben? Oben sind, glaube ich, noch oben sind Waffenschränke. Der war gut, meine Frau erstmal schön eingesperrt. 7 Schuss, na mit 7 Schuss komme ich bestimmt nicht alleine weit, wa? Ja, also ich würde sagen, wir gehen nach oben, das sind Armory-Dinger. Hier oben? Ja. Ich warte, hier sind nämlich ein paar Zombies viele. Ja, da halten die Tür, wo du jetzt stehst, da sind wir. Okay. Perfekt, 7 Stück. Was, 7 Stück? Nee, keine Ahnung, 7 Schuss wollte ich gerade sagen. Ich hab 7 Schuss bloß noch gehabt. So, na was denn nun? Rein oder nicht rein? Mach die Hunde fertig! Der will noch Nachschlag. Genau, perfekt.
Siehst du, wie mein Bodyguard auf mich aufpasst? Macht er nur für mich. Ah, oh, er wird richtig schön durchgerammelt. Yay. Hier gibt's bestimmt Sachen. Ohne Weste, das ist schon mal gut. Was machen Sachen? Ein AWP. Die brauche ich nicht. Nicht? Nee, AWP brauche ich. Mag ich nicht so. Eine 50 BMG selbst hergestellte Munition. Die ist wertvoll. Die noch mit. Hast du die Drähte dabei? Nee, wa? Doch, ja. Machst du die Schränke noch auf? Doch, ja. Machst du die Schränke noch auf? Ich muss erst mal... Ja, kein Stress. Diese Weste, die ich jetzt anhab, die ist schon komisch. Was ist das für eine? Na, diese komplette, die Schere, wie du hast. Mit Sackschutz? Ja, ja, genau. Aber guck doch mal an, die hat bei mir hier am Arm so eine Öffnung. Was ist da draußen? Das ist meine Frau. Boah. Oh ja, weil meine Frau, die ist schießmüßig, die schießt auf alle. Ich bleib hier drin und komm nie wieder raus. Ich schieße auf alles, was sich bewegt. Ich nehme jetzt gerade mit dem Nvidia-Gedöns auf. Okay. Und das ist ziemlich scheiße. Ja. Ich sehe hier nämlich einen Teil vom Inventar nicht drin. Das ist schlecht. Nix drin. Eine Diebe. Brauchst du eine Diebe 50? Boah. Ja, Fernglas brauche ich nicht. Du wolltest ja drin bleiben, wa? Ja, ich weiß. Nee, ich dachte, denkst du nicht, dass ich in deine Richtung komme, Schatz. Du schießt auf alles, was sich bewegt. Ich sehe den Namen, deswegen schießt er erst recht, oder was? Ich bleib lieber bei Jack, da bin ich sicher. Glaubst du? Ja, glaube ich. Oh shit! Oh, ich habe ein vernünftiges Holzer. Geil. Ich kann noch nicht mal eine Granate werfen. Da hast du die Skills nicht. Sein Käse. Keine Ahnung, weiß ich dann nicht, woran das liegt. Das ist doch gehen, ne? Ja. Warum geht das nicht? Oh, meine Munition. Werfen ist G. Ja, nach wie vor. Versuch's einfach nochmal zu ändern. Vielleicht musst du es bloß nochmal anklicken. Hast du hier irgendwas rausgeholt? Würde ich jetzt nicht so sehen. Brauchst du einen M82 Schalldämpfer? Ja, einen M82 habe ich ja Häme. Obwohl, Schalldämpfer? Nö. Ja, hättest du eins. Naja, was man hat, hat man. Erstmal nehmen, genau. Haben ist besser als brauchen. Wie viele Minuten habe ich nicht? Immer noch 7 schon, siehst du? Kannst du sehen, ich komme hier im Bunker rein, ohne zu schießen. Unfähig zum Werfen. Das habe ich auch noch nicht. Hat vielleicht einen Tennisarm derzeit. Block 21. Das Rauskommen aus dem Bunker wird mit so einem angepissten Bot sicherlich interessant. Oh ja. Du kannst du machen nichts, da musst du gucken zu, der will doch nur spielen. Ich habe gar nichts gemacht. Spielen. Spiel. Ich tu doch nichts. Ich will doch nur spielen. Hier ist nochmal eine andere Weste. Oh, ein Helm. Ein Feier. Siehst du, alles da. Ich muss nur wegnehmen. Ah, nee, Helm wollte ich nicht. Da verschwinden immer meine Haare. Siehst du? Deswegen mache ich das auch nicht mit den Haaren. Und Tati, du kriegst Besuch. Oh. TikTok. So, jetzt möchte ich mal gucken. Die hat 71. Ach, nee, weiß ich nicht so.
So, hast du jetzt noch was gefunden hier? Nochmal ein 82, die passt zu meiner. Ah ne, ich hab schon. Ach, das ist hier. Ich hab Schnee. Ja. Oh, ey, wie schnell spawnen die Sprenger hier? Ne, es sind einfach nur so viele hier. Ja. 95, so viel? 90. Ey, jetzt packe ich hier immer alles um hier oder was, ey? Ich wollte gerade sagen, wo sind jetzt mein Jäckchen hin? Ach, wolltest du das anziehen? Oder was? Nee, alles gut. Ah, alles gut. Oh, die Puppen. Das war doch wieder im Bunker hier drin, oder? Ja. Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts. Ich muss noch einen machen, ja. Meine Frau findet ja. Waffen auf dem Klo. Mein Schmutz. Weißt du, wenn du den. Kevin Hunter Magazin. Brauchst du? Da ist nichts drin, habe ich schon rausgeschmissen. Hast du alles rausgehauen? Ja. Doch nicht so. So, raus jetzt. Da ist die Tür auf, da war meine Frau schon. Okay. Tati, wo bist du hin? Und wir sind drin. Wie? Oh, wir sind los. Wir sind doch vorhin die Treppen hochgegangen, oder? Ich verstehe. Ich bin los. Ja, frag mich mal. Ah! Zeig mir mal, Schock. War ja wie Halloween, gerade eben. So, meine Liebenden. Die Kinder hat eine Brechstange mit, na toll. Und hier drinnen gibt es irgendwie keine. Ihr seid nicht vorbereitet. Da lang. Keiner weiß, wo. Aber wer lässt denn die scheiß Türen auf? Hier hoch. Mach doch mal zu. Erst mal eingesperrt. Hallo? Waren wir unten schon? Ne. Ja, weißt du doch nicht. Hui. Jetzt sind wir fertig? Ne. Was? Nein. Hier jetzt auch noch. Da war die Killbox, hast du gesagt, war? Ja. Guck mal, jetzt hier noch irgendwie was. Achso, so ist die Killbox. Ne, das ist doof. Du hast keine Keycard dabei. Nee, hätte ich ja eh nicht gemacht. Naja, aber dann nicht vorbereitet, ne? Rotik ist da. Mal kurz. Nee. So, naja, dann war's das wohl. Ja, ein bisschen ausgerüstet bin ich ja. Das wäre nicht ganz so. Brauchen Leichen hier. Ja, was ist denn da los? Mach bloß die Tür dazu. Wir gehen mit dem Mann. Seid ihr ready for Miami? Okay, dann ess und trink. Und reparieren. Musst du vielleicht noch kacken, pinkeln oder so? Das ist ein gutes Stichwort. Ach nee. Ja. Ich brauche noch ein Magazin. Gib mir ein Magazin. Ich will deine Kacka sehen. Kein Magazin? Na toll. Ja, ich habe auch nicht dieses Ding da, das Pack. Bei mir kommt nur Dünger raus. Du hast doch dieselbe Weste an wie ich, ne? Ja. Leg mal bitte den Rucksack ab. Und gucke mal die Schuhe von euch Mädels, die sind auch ordentlich. Während bei mir, da ist es ja so, weißt du, ja, na, bei über dir die Stiefel. Ist die ja, bei mir nicht. Aber mach mal den Rucksack ab, bitte.
Jetzt guck mal bitte bei mir links auf die Schulter, was draufsteht. Nee, da steht SWAT. Siehst du, ich habe nur ein S gesehen. Ich will auch sowas haben, da muss ich mich ja wieder umoperieren lassen. Richtig. Auch allgemein, die Klamotten sind viel enger bei der Weiber jetzt momentan. Die Hosen, die haben Knieschutz und. Und die Ärsche sehen hübscher aus. Ja. Und die Boobs. Und die Boobs. Gut, Männer boobsen sowieso nicht so. Mein. Aber pass auf, ich muss sagen, wir hatten ja noch, also ich persönlich hatte mit meinem Charakter so großartig noch nie Probleme mit der Haarfarbe gehabt. Ne? Das ist immer gleich geblieben und alles. Seitdem sie das gefixt haben, habe ich jetzt Probleme mit der Haare. Oh. Bei mir schimmern sie so leicht gräulich. Das ist bestimmt der Stress. Das kann Sinn, ja, mit euch bin ja. So. Alle weg von der Tür. Alles klar. Denk dran, ich bin noch zu jung zum Sterben, ne? Ja, wir warten, bis er die nächste Runde macht. Aber hier war noch nicht mal ein Rucksack drin, nicht wahr? Immer wenn man was braucht, findet man es nicht. Meine Frau ist gut, war. Die lehnt sich zur Seite, versucht um die Ecke zu gucken, hat aber die Kamera in eine andere Richtung gedreht. Da lacht sich bestimmt der Mech auch kaputt. Schatz, wir gehen. Er sieht uns nicht. Au, er hat mich getroffen. Nutzt die Felsen. Und nur leicht touchiert hat er mich. Ich habe keine Schmerzen. Oder? Okay. Oh nö, Hitzegefühl habe ich. Ja, super. Na toll. Und dabei habe ich nicht mehr so viel an. So jetzt? Was denn? Ah, du bist noch unten im Bunker, ne? Warte mal. Ich lenke den mal ein bisschen ab. Nee, brauchst du nicht. Der läuft. Der läuft. Jetzt? Nee, doch nicht. Das ist sie, wohnt von mir. Ja, Schatz, ich muss mich jetzt dran gewöhnen, weil die hören dich jetzt nicht mehr. Jetzt kannst du schnell. Los, lauf! Lauf, du alles Bückstück! So, ich bin bei der Autos. Möchtest du denn dein Magazin da haben, mein Schatz? Das war mir klar. Ich teile es nicht, weißt du? Nö. Entschuldigung. Das klang jetzt gerade, als ob irgendwie was in den Brunnen gefallen ist. Ein Klavier oder so. Ja, nimm mal das Klavier. Brauchst du die Dings auch? Das Visier, Schalldämpfer und das alles? Nee. Also kann man das so weit an sich verkaufen. Dann gebe ich dir jetzt hier das Magazin und das andere Magazin. Ja? Kommst du hierher, wo ich bin? Ich habe sie jetzt extra hier rausgeschmissen. So, Verkauf. Die rein. Die. Das. Jo, das lief doch ganz gut, ne? Ja, sag ich doch. War einmal frei. Ich habe nicht mein ganzes Magazin verballert. Das brauche ich noch. Ich dachte, da sieht er den, eigentlich müsste man das sehen. Ich wollte eigentlich nach Norden und nicht nach Süden. Ha ha ha.
Ne, geht doch. Echt, ey, die Frauen, die brauchen so lange. Wieso ist denn hier das Tor zu? Ich auch nicht. Danke. Weg da. Oh, habt ihr wieder Besuch in eurer Base? Ja, immer, immer. Vorhin waren schon zwei. Ah, siehst du? Voll durchgeglitscht, der Zombie. So lösen sich auch Probleme. Ja. Ja, hier musst du aufpassen, ja. Musst du hier, genau hier so. Und dann hier gleich irgendwie. Und dann dahin. Ja, nicht so einfach, wa? Hast du ein bisschen doof gebaut, würde ich sagen. Ja, enge wie eine Froschmuschi. Ja. Enge ist ein dehnbarer Begriff. Bisschen musst du noch. Ja, genau. So ist gut. Ah, schön. Ja, aus, das aus. Perfekt abgewürgt. Siehste, wo Willi ist, ist auch ein Weg. Ja. Der das frühe Vogel kriegt meinen Wurm. Jep. Jetzt hast du gerade dein eigenes Auto schon. Guckst da an. Genau. Das eigene Haus, das eigene Auto. Bei dir tanzen eine Mäuse schon auf dem Tisch. Ja. Mit den rosa Bähnchen. Nee, was mal. Erstmal aussortieren. Ich hab so viel Gerümpel. Hier, die Rauchgranate, die schenke ich dir. Die funktioniert dabei mir nicht. Ich bin zu schwach anscheinend. Brauchst du Seife? Nee, brauch ich nicht, danke. Meine Frau, die sehe ich schon, oder? Hier hast du eine Rauchgranate. So was davon. Ja, so sieht das aus, wenn ich meine Schuhe ausziehe. Weil ich hab die Tür alles zu war und der Rauch kommt trotzdem raus. Schlecht isoliert, würde ich sagen. Ist das Haus im Bau, das doch. Hättest du dir mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja, ich bin ein bisschen schlampig, das gebe ich zu. Genau. Wisst ihr was? Nimm mir mal deine schwarze Hose raus und pack dir eine andere rein mit Weintrauben. Ist das nicht nett? Was mit Weintrauben? Ja. Oh, die ist ja auch. Guck dir mal den Arsch an, ey. Rrr. Klecki. Lass sie mit meiner benutzten Unterwäsche alleine. Nee. So, warte. So, bitteschön. Liebestöter. Ja, super. Aber hatten die nicht auch einen String? Ja. Klobe, war? Lass mal gucken. Ich pack das Ding echt ein. Oder mal, welchen Zustand hat denn meine überhaupt? Ah ja. Was lungern sie denn hier rum vor meiner Tür? Ich suche Almosen. Wo ist denn das jetzt hier? Jetzt habe ich zu schnell gescrollt. Wo ist denn hier die Unterwäsche, verdammte Axt? Na, die hast du mir gegeben, die habe ich an. Natürlich nur, um sie nicht zu verlieren, nicht wahr? Geil. Ich musste mal bei Wahrheit oder Pflicht, mussten wir mal die Unterwäsche tauschen. Also meine damalige Freundin und ich. Das war nicht wirklich angenehm für mich. Gibt's ja auch nicht mehr die String. Die gab es doch aber. Aber ich habe im Einzelspieler neue Socken gefunden. So schwarze. Passend zu dem Standard-Top. Okay, du musst mir jetzt mal was erklären, ja? Ja. Wie kann ich sowas tragen? Die Weste war. Das ist äußerst irritierend und verstörend. Hier scheint nicht, die habe ich eingehabt. Scheiße. Oh, verdammt, das darfst du keinen erzählen, ey. Wenn das einer gesehen hätte jetzt. Nein, das bleibt unter uns. Das hoffe ich doch, das hoffe ich. Alter. Oh. Wieso ziehst du dich immer aus, wenn du bei mir bist oder ich bin bei dir in der Base? Ständig fällst du aus deinen Klamotten raus. Geht nicht, das ist ein Unfall wahrscheinlich. Ja. Kann das sein, dass die neue Schlaganimation haben? Das kann Sinn machen. Au!
Himmel, schauen. Kannst mich da nicht schlagen, ich bin das Prinzesschen. Au! Schlägt sie mich gleich nochmal, weißt du? Und nochmal. Jetzt ist sie K.O. Oh, jetzt hat sie mich aber. 4 C1. Leck mich doch. Vierer? Vierer, ja. Die hat mir das Jackstück verjauen. Du brauchst unbedingt mehr Konstitution. Ich weiß ja nicht, bei Dings habe ich, glaube ich. Ja, da bin ich überall auf Könner, aber halt nicht viel, wa? Bei ja, Ausdauer 8% und bei Laufen 2. Nee, du brauchst bei neben Stärke ist der Konstitution und da habe ich zum Beispiel eine 3. Achso, 2,6 habe ich da. Ja, dann zieh zu, ne? Und Schlagen habe ich keine Fähigkeit, 9%. Ja, das geht übelst langsam irgendwie. Ja, wir schlagen zu wenig. Ah, ich habe letztens bei Wednesday gesehen, dass die ja auch übelst die Kombination schlägt, obwohl die bei Schlagen auch übelst schlecht ist eigentlich. Ja, das ist, sobald du einen geringen Bruchteil mit der Kamera unter die Hälfte ist vom Sehfeld, also von dem geraden Winkel was, quasi. Was machst du hier für Ferkeleien? Oh, guck dir diese riesengroßen Apple-Halter an. Guck mal, ob ich den Zahnarzt schlafe. Nicht hauen, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ja, wenn du eine Runde, dann ist er weg. Bitte nicht. Beschütze mich. Ich halte mich da raus. Ich habe gesagt, beschütze mich. Ich bin weg. Ah, weg hier. Round 1, fight. Tschüss. Tschüss. Sie schlagen. Scheiße. Oh, jetzt durfte du schon Sachen. Und das war ich. Also. Wisst ihr, die Axt kann ich werfen, aber Granaten, ne? Oh, ich bin in Sicherheit. Gleich zuschließen alles. ...888 Ruhmpunkte habe ich jetzt. Was? Hast du nicht? Kannst du ja nicht. Nicht mal ich kann das. Warum auch immer. Was? Ja, sag ich doch. Kann auch Sinn, ja. Was machst du denn da mit deiner Eiche? Ich will kuscheln. Ich sehe dich richtig. Ich habe jetzt einen Screenshot gemacht. Heute gibt's Fischstäbchen. Ey, wusstet ihr eigentlich, dass man, wenn man bei der Nummern, beim Nummernblock das Minus drückt, dass man dann das ausstellen kann, das Display? Was kannst du? Ja, drück mal Minus auf den Nummernblock. Das finde ich cool. Oh, Vitaminpillen, alles gammelig nehme ich. Na Baby, war es für dich auch so scheiße wie für mich? Wieso liegen hier Militärboots auf 100%? Achso, dann kann ich die anziehen, ja? Weil meine sind bloß 63%. Waren das die aus dem Bunker? Ne, die hätte ich ja angezogen, die aus dem Bunker. Aber die waren bloß auf 63%. Könnt ihr verkaufen, die bringt Geld. Das sind die teuersten, glaube ich, überhaupt. Ja. Ich muss erstmal eher Ausrüstung kaufen, Müller. Ich habe Fäuste. Und eine Uhr. Da sehe ich wenigstens, wann meine Stunde geschlagen hat. Geh doch mal kacken, vielleicht kommt da das richtige Magazin. Das kann Sinn, aber ich muss gerade nicht. Ich muss erst wieder. Ach, das dauert. Ich habe 4% erst. Ah, die Inge hier, die kannst du nur mit dem Sauerstoffgerät besteigen. Warte. Ich habe Restless Leg Syndrom. Naja. So. Machen wir Gangbang. Ja, du spielst. Ja, ich muss festhalten, damit sie nicht wegrennt. Du spielst dann ja am Bauchnabel rum. Machst du eine Olive rein, die so schön hat geprinkelt in meinen Bauchnabel?
Machen wir wie Hotshots. Ein paar Steaks braten. Aber wir machen richtig böse Sachen mit den Leichen hier. Riech mal. Okay, gut. Hab ich richtig abgewischt? Guck mal bitte nach. Na komisch, so. Bei der wackeln die Möpse nicht so schön, hä? Also ja, die sind ja auch von diesen Ariel Meerjungfrau-Muschelhaltern richtig eingeklemmt. Ja. Die hat halt nicht so eine hübschen Pups wie ich. Pups. Die würde ich gerne mal umdrehen. Ich will gucken, ob die hat doch so einen Tanga an, hä? Die hat einen Tanga an. Ich habe aber jetzt keinen gefunden. Warte mal, ich guck nochmal. Die sind selten, die Dinger. Ich will so einen Nerver. Ein Scum-Admin-Helper müssten die ja drin sind. Ja, eigentlich schon. Weil da ist ja alles drin, wisst ihr? Was? Ja, bei den Menschen, bei der Figur da. Was, Tiere mit Tangas? Nein, meine Frau fragte gerade, wo die Tiere zum Spawn sind. Ja eben, müssten da nicht die Rehe und sowas noch dabei sein? Ja, sind sie auch. Aber funktioniert nicht. Doch. Oh! Eine Möwe. Nein, harmloses Tierchen. Na, Rehe ist auch harmlos, die rennen weg. Die tun nichts, die Rehe. Mach mal ein Rehe, möchte ein Rehe sehen. Der hat schon lange kein Kind mehr sehen. Ein Walross ist schon mal hier. Oh! Oh! Alter, was macht das für Geräusche? Ja, bist du ein Liebes? Ja, bist du ein Liebes? Boing, boing, boing. Und jetzt haben wir noch die Hefe. Oh, das klingt ja wie so ein kleines aufziehbares Matchbox-Auto. Ja. Wann holt sie aus mit dem Katana? Kein Tanga mehr, ne? Wo ist es denn? Der Hirsch. Ach, hier ist der Hirsch. Jetzt wird es schlupft. Jetzt wirst du geschoren. Oh, das faucht ja. Oh, hat mir abgeworfen, hast du gesehen? Das arme Vieh. Ich will reiten, komm her jetzt hier. Lass mich reiten. Lass mich reiten. Hey! Das ist ja auch nicht das Rede, das ist Jack. Das arme Bambi. Oh ne. Wo sind die Karnickel hin? Nee! Da rennt doch mal jemand jetzt. Jetzt war's doch. Deine Lieblinge. Diese doofen Viecher. Ja, das war. Du und Ziegen, das ist genauso wie ich im Ganzen. Ja, im echten Leben habe ich mit denen keine Probleme, mit den Viechern, aber hier, ne. Das kleine Wald gerannt. Sei froh. Ich habe ja erst damit gerechnet, dass du im Wald rennst. Die Ziege hat bestimmt gesehen hier. Oh, Alter, was machen die hier für eine Scheiße? Ich bin da mal weg. Ja, die Hasen, die rennen durch die Wand durch, ja. Die raiden jetzt. Ja, die rennen komplett durch. Luf. Wie kannst du uns drehen? Ja, liebe Tierfreunde, auch wenn das vielleicht im Spiel so aussieht, in der Wirklichkeit, da liebe ich natürlich die Natur und Tiere. Was ihr seht, das sind ein paar Aufnahmen aus dem Leipziger Wildpark. Da kann man ganz nah an die Tierchen ran. Und die sind auch nicht so gemein wie Ziegenböcke bei Scum zum Beispiel. Und auch die Hirsche und Rehe sind ganz chillig und freuen sich, wenn sie mich sehen. Und ja, Elche gibt es da natürlich auch. Die kann man auch alle anfassen, wenn sie Bock haben, sich anfassen zu lassen. Es gibt Schneeeulen, Hedwig.
Ja, und also keine Sorge, das ist ja alles nur ein Spiel. Ja, irgendwie hier sollen doch auch neue Tiere reinkommen, ne? Also Mäuse zum Beispiel sollen reinkommen, wahrscheinlich Ratten auch. Auch ja. Ah ja, auch schon gehört. Und irgendwie, ich denke mal, Insekten, hier gibt es so Insektenvernichter, sollen noch mit dem Farming reinkommen. Also gibt es vielleicht auch kleine Käfer. Kann schon möglich sein. Weil Grillen und Maden gibt es ja schon. Lang, geil. Was wäre geil? Schlangen. Ja. Meinst du, weil das Reh hier so faucht wie eine Schlange? Nee, weil meine Frau mit dem. Wir haben auch mal ein anderes Spiel gespielt. Swan the Deep. Und dann rennt sie immer über die Schlangen drüber und den beißen sie so, und dann ist er vergiftet. Das wäre interessant. Flugzeug. Rotig, bestimmt. Da ist es. Ja. Immer drauf schießen. YouTube, wir haben hier unser Haustier. Guck mal, ist sogar handzahm. Tut nichts. Vielleicht könnte man das als so eine Art. Stell mal vor, es sind 30 Ziegen oder sowas. Soll ich dir mal welche geben? 30 Stück? Oh. Mach. Warte, ich komme mit hoch und dann Nee, 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 nee. Ui, 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 ui. Aber ui. Yes, eine Krähe. Ja, die hat gleich einen Abflug gemacht. Oh, irgendein Baum runterfallen. Oh Mann, ist die doof. So? Ach ja, da fliegt er. Schieße ab, schnell. Oh. Nein. Yeah, unser Reh ist Oh, weg. toll. Naja, vielleicht sieht es ja jemand anders, ein anderer Spieler kann sich dann auch an den Glanz erfreuen. Ja, oder am Fleisch. Oder Fleisch, ja. Mache Knochennadel drauf. Die Vögel sind weg. Warum nehmen die die raus, wenn sie noch drin sind? Was haben die vor? Sekro, die Krähe. Das sah jetzt krass aus. Guck mal her, hier. Guck dir das an. Hey, jetzt scheiße, weggescheucht, scheiße. Das ist. Jetzt haben wir wieder welche auf der Map. Oh, wie schön. Flieht, meine kleinen Freunde, flieht! Wir hatten doch auch Möwen. Ja, eine ist schon wohl weggeflogen. Yay! Paar klatschen gleich runter, die sind gar nicht mehr dran gewöhnt, hier rumzufliegen. Die können nicht mehr fliegen. Die sind fett gefressen. Aber das sieht richtig cool aus, so viele Vögel hier. Ja, das hat was, ja, aber wie gesagt, es ist schade, dass sie die rausgenommen haben. Ja, die kommen ja bestimmt wieder. Ist nicht, das landet. Ja, fließt wieder. Aber so viele, selbst wo die Vögel noch nicht rausgenommen haben, hast du da selten welche so in der Luft gesehen? Wenn das Ja. nur so viele sind, ist das für mich viel realistischer, gerade weil hier die ganzen Felder sind und sowas, weißt Ja, natürlich. du? Gleich mal viel mehr Leben hier in der Bude hier. Ja. So erschufen die Götter die Vögel. Ja, was willst du machen? Vielleicht ist Petri wieder zurückgekommen. Also die bleiben jetzt auch hier in dem Umkreis, wa? Die verteilen Fliegt, sich. meine Fl Vögel, fliegt, ihr seid frei. Vor allem hier klingt es, als ob wir ja direkt am Meer wären durch die Möwen. Ja. Oh, mein Schatz, hier, guck dir mal an, was da an Tränen sind. Ich will reinspringen. Fliegt mich weg hier.